Wollen wir doch mal sehen, ob wir das Ganze jetzt hier nicht irgendwie in den Griff kriegen. Was hast du für ein Problem? Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu City Skylines. Mein Name ist der Ed von edgaming.tv. Wir sind eigentlich quasi genau da, wo wir aufgehört haben. Hier bei dieser, bei dem Bahnhof, den wir hier hingebaut haben. Denn hier sollte jetzt noch ein kleines Städtchen hin. Das ist zumindest jetzt mal der Plan. Und ich würde sagen, damit das hier nicht so einsam bleibt, machen wir das auch. Hier bauen wir jetzt noch ein schönes Städtchen hin mit Küste eventuell. Dass wir das Ganze... ich sag mal jetzt vernünftig hinbekommen. Eventuell bauen wir hier hinten sogar einen Staudamm hin. Wir können es ja mal probieren. Sagen wir es mal so. Schauen wir mal, wo er ist. Gucken mal, was da rauskäme. Wenn wir den hier hinbauen würden. Gefälle zu steil. Okay, ist Gefälle zu steil. 16, wenn wir das hier stauen. Ob das so klug ist? Wir machen es einfach mal. Lassen das Ganze mal laufen. Und gucken, was passiert. Noch passiert nicht viel. Außer Betrieb. Im Normalbetrieb. Aber das Wasser läuft noch durch. Habe ich so das Gefühl. Wollt ihr hier nochmal gucken? Beim Bahnhof. Boah, was hier für Häuser schon entstehen. Ja, das nenne ich mal Beleuchtung, oder? Der Bahnhof. Gut ausgeleuchtet. Nicht schlecht. Das müssen wir ja auch mal angucken, sowas. Aber bis jetzt, wassertechnisch... ist hier noch nicht wirklich was. Können wir eigentlich wieder abreißen. Gefällt mir überhaupt nicht. Das Ganze nochmal. 16:32. Das sieht doch schon besser aus. Gucken wir mal, ob er jetzt was schafft. Nicht, dass wir da hinten absaufen. Boah, hier ist gut betrieblos. Ah, hier hinten wird es schon weniger. Habe ich so das Gefühl. Müssen wir mal im Auge behalten, das Ganze. Aber das war ja eigentlich nicht der Plan. Denn der Plan ist eigentlich heute... da kann man ja wunderbar Straßen hochbauen. Das jetzt hier vernünftig hinzubekommen. Und zwar folgendermaßen. Wir wollen wie immer einen beliebten Kreisverkehr nehmen. Den nehme ich immer. Eigentlich ganz gerne. Machen wir ihn mal hier hin. Fackeln da auch gar nicht so lange. Jetzt nehmen wir eine mittlere Straße. Weil ich denke, das ist mal abwechslungsreich. Abwechslungsreich. So muss es heißen. Und hier drumherum. Ich weiß noch nicht, ob wir da weitergehen mit. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Machen wir das Ganze erstmal so. Hier eventuell Hochhäuser. Bürogebäude. Hier sollen jetzt... Na, obwohl, das ist eigentlich ein bisschen doof hier. Sei denn, es ist ein Endbahnhof. Dann wäre das ja okay. Machen wir das mal weg. Das gefällt mir sonst nicht. Das machen wir auch nochmal weg. Als ob ich es geahnt hätte.
Eieieiei, unter Wasser. Was? Unter Wasser bauen? Ja, ja, da kommt jetzt ein ganzer Schwall. Ich hab's schon fast befürchtet. Das ist natürlich jetzt mal. Warum? Wo kommt denn das ganze Wasser jetzt auf einmal her? Alles unter Wasser hier, komm. Gibt's doch gar nicht. Komm, fließ wieder ab, werd weniger, komm. Wirst du wieder weniger? Werd weniger, komm, werd weniger, bitte werd weniger. Das ist also echt mal wieder suboptimal. Wasserstrukturen, was haben wir denn hier? Hochwassermauer. Aber jetzt fließt es schon wieder ab. Okay, jetzt fließt es ab. Ist okay. Wow. Hier hinten wird's kritisch. Bisschen viel. Ich hoffe, das fängt sich. Eieieiei. Komm schon. Jetzt muss der ganze erstmal natürlich hier weg schwimmen. Das müssen wir hier wirklich mal im Auge behalten. Das ist jetzt ein bisschen hart. Was da jetzt kommt. Hier ist wieder okay. Eieiei. Nicht gut. Okay. Hier haben wir schon mal ein Problem. Und zwar würden wir hier ganz gerne noch die Polizei mit hinbauen. Tja, wohin? Ich würde ja fast schon sagen, hier irgendwo. Obwohl im Kreisverkehr da eine Menge los sein wird. Gefällt mir das nicht so ganz. Machen wir es mal anders. Ziehen die dann parallel. Dorthin. Dann können wir hier nämlich die Versorgung hinbauen. Polizei. Beziehungsweise Krankenhaus. Polizei. Was ist denn das hier? Warte mal. Was haben wir denn da? Wir haben jetzt hier Feuerwehr, Polizei. Uns fehlt jetzt natürlich noch ein schönes kleines Krankenhaus. Nehmen wir das hier? Oder nehmen wir das hier? Life Center. Oh, ist das riesig. Ah, ist schon wieder überflutet. Wo kommt denn das Wasser jetzt her die ganze Zeit? Was ist denn das? Also dieser Damm hat nicht wirklich was gebracht. Ich ziehe hier gleich noch einen hin, dann überflutet es hier hinten ein bisschen. Mache ich jetzt auch. Bauen jetzt hier noch einen Staudamm. Fälle zu steil. So, machen wir so. Wollen wir doch mal sehen, ob wir das Ganze jetzt hier nicht irgendwie in den Griff kriegen. Was hast du für ein Problem? Na komm. Na. Ah. Das sieht mir doch glatt so aus, als ob es da an der Seite vorbeiläuft. Ja, jetzt hat sie es gefangen. Okay, 80 Kilowatt. Ist okay.
Oh. Ich sehe Wasserprobleme, Müllprobleme. Natürlich. Wie gehabt. Wenn man einen neuen Platz eröffnet. Ich mag das nicht, wenn das so hell und dunkel hier ist. Das ist schlimm. Ist ein bisschen nervig auf Dauer, liebe Leute. Zack, zack. Zack, 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 zack. Und zack. Na komm. Wir machen es doch jetzt auf groß. Dann ist das in Ordnung. Wasser scheint sich wieder beruhigt zu haben. Okay, hat sich wieder beruhigt. In Ordnung. Gut, jetzt können wir mal anfangen, hier vernünftig zu bauen. Ich mache jetzt mal die Geschwindigkeit etwas runter. Denn die Leute wollen hier wieder Häuser haben. Und dann kriegen die das auch. Na. Zack. Gibt's hier schöne. Ich habe noch keinen Plan, wie wir das Ganze dann hier nennen wollen. Echt mal schauen. So, wie immer, lieber etwas kleiner anfangen. Ich weiß nicht, ob wir das hier großstädtisch anlegen wollen oder lieber doch ein bisschen kleiner. Ich tendiere fast dazu, das Ganze etwas kleiner zu gestalten. Zumindest was die Ecke hier hinten angeht. Und dann Richtung Bahnhof das Ganze etwas zu vergrößern. Aber wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, stromtechnisch. Knüpfen wir. Ich will doch keinen Staudamm. Untergrundkabel. Damit der Strom auch fließt. Gut. Jetzt gibt es hier hinten noch eine Schule, wie jedes Mal. Grundschule. Zack. Wie sieht es denn aus bei einer Universität? Da haben wir noch. Aber Oberschule. Ist auch schon so eine Sache. Was ist hier los? Oh, ist ja schon wieder überschwemmt. Das gibt's doch gar nicht. Wieso überschwemmt das denn hier die ganze Zeit? Hey, muss ich hier wirklich eine Hochwassermauer bauen? Das ist ja doof. Muss ich hier wirklich eine Hochwassermauer bauen? Kein Bau auf Wasser möglich. Ja, super. Jetzt muss ich warten, bis es abgeflossen ist, oder was? Ja, das ist ja der Hammer. Hier sieht es noch okay aus. Jetzt gibt es hier eine Hochwassermauer. Nicht schön, aber selten. Naja. Wenn es hier abgeflossen ist wieder. Geben wir mal Gas. Es fließt wieder ab.
Na komm schon. Wasser. Hinfort. Komm schon. Mach's trocken. Na. Komm, mach's trocken. Ich weiß, dass das geht. Wir haben Leute hier. Ganz ehrlich, komm. Hallo. So. Das müsste ja eigentlich reichen. Ich hoffe nur, dass es hier vorne jetzt nicht zu Komplikationen kommt. Ja, ich habe es mir nämlich schon gedacht. Müssen wir hier eventuell auch eine Hochwassermauer bauen. Oh Mann. Okay, jetzt gibt es wieder Stromprobleme. Wieso? Was ist hier wieder los? So, komm schon. Mein Gott. Komplizierte Nummer. In Ordnung. Hier hinten läuft es akzeptabel. Es wächst und gedeiht. Züge fahren. Gut. So. Alt. So. Mal schauen. Kann ich da ran? Nee, ne? Ort ist bereits belegt. Das war mir klar. Ja, das ist natürlich mal... nicht so ganz toll. Gehen wir halt der Mauer entlang. Geht ja nicht anders. Hauptsache, die saufen hier nicht mehr ab. Hochwasser kann keiner gebrauchen. Na? Ich kann mir zwar schöneres vorstellen, gestalterisch, aber mein Gott, manchmal geht es nicht besser. Gut. Aber ich denke mal, es ist jetzt auch nicht so schlimm. Na, dann machen wir denen das Ganze. Die brauchen ja sowieso noch diverses Zeugs. Sprich Parks und Krematorium und was weiß ich nicht, was die hier alles wollen. Krematorium und so weiter werden wir hier oben hinbauen. Habe ich gerade mal so beschlossen. So. Was ich jetzt hier mache... führe die Strecke entlang der Bahn. Müllabfuhr brauchen sie noch. Was ist das hier? Gibt's hier oben. Komm. Dann ist hier Ruhe. Das erste zumindest. So. Ja. Müllabfuhr. Ich sehe schon. Wird noch ein Problem.
ein geringfügiges. Eventuell. Mal gucken. Wie weit können wir denn hier bauen? Wir können... Ach, wir können bis hier rüber. Bis hier hinten noch hinbauen. Das heißt, theoretisch können wir dort mit anknüpfen. Oder wir gehen direkt rüber und machen dort unsere Versorgung. Aber das machen wir erst im nächsten Part bei City Skylines. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Denkt ans Feedback, ans Däumchen, ans Abo natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ansonsten bin ich für heute raus. Macht's gut, euer Ed von edgaming.tv. Bye, bye.